Vater erstickt Baby und versucht absurde Wiederbelebung. Er liebte sein Kind über alles und tat dem Baby doch ein grausames Verbrechen an. Nun muss Tyler Buchan an, ein junger Vater aus dem US-Bundesstaat Arkansas, sogar mit der Todesstrafe rechnen. In der Nacht zum 12. Juni 2018 brach die zwei Monate alte Paisley in Tränen aus. Das kleine Kind wollte partout einfach nicht einschlafen. Deshalb drehte der Vater durch, erstickte seine Tochter gegen 2 Uhr morgens, damit sie endlich Ruhe gab. Erst danach schien der Mann zu bemerken, was er seinem Kind angetan hatte und unternahm einen ebenso verzweifelten wie grausamen Wiederbelebungsversuch. Laut The Sun schnappte sich der Vater ein unter Strom gesetztes Verlängerungskabel und versuchte damit ähnlich wie mit einem Elektroschocker eine Reanimation. Da auch sein elektrifizierter Gedankenblitz nicht half, wird der US-Amerikaner nun wegen Mordes angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe. Momentan wird der Mann gegen 1 Million US-Dollar auf Kaution gehalten. In den Vorjahren wurde der 19-Jährige bereits wegen Drogenbesitzes, Geldkartenraubs und Einbruch auffällig.